Hi, hier ist Basti. Viele kennen mich auch unter Ippi. Wir befinden uns hier in Neubrandenburg. Das ist meine Heimatstadt, gleichzeitig auch mein Geburtsort. Ich habe euch einen Imagefilm von mir vorbereitet. Der soll zeigen, was alles zu meiner Person gehört, was das Berufliche angeht oder was die Freizeit angeht, was ich da so treibe. Wisst ihr, Leute, eigentlich bin ich nur hier, um das negative, asoziale Image der tätowierten Leute auszubaden. Pass auf. Nein, war kleiner Spaß. So, Thema Sport. Und das ist halt so ein eigener Ansporn, den ich mir gesetzt habe. So, die Motivation besteht schon darin, morgens seinen Arsch hochzubewegen, dieses Programm, was man Sport nennt, für sich selber durchzuziehen. Das ist so ein kleiner Knackpunkt. Einfach mal zu sagen, ich stehe jetzt auf und mache das. Überlege, wie lange ich das jetzt schon mache, wie gut es mir dabei auch geht. Einen Eindruck werde ich euch jetzt hier verschaffen. Ganz nebenbei auch noch glücklicher Vater von drei wunderschönen Töchtern, mit denen ich natürlich versuche, so viel wie möglich Zeit zu verbringen oder Zeit zu finden. Und da habe ich auch auf jeden Fall was Lustiges für euch vorbereitet. Da gehst du mit 16 zum Tätowierer, lässt dir dein erstes Tattoo im Nacken raufknallen, nicht größer als deine Hand, und knappe 15 Jahre später siehst du dann so aus. Klingt erstmal auf jeden Fall ziemlich krass. Ich habe wirklich versucht, den normalen Werdegang zu gehen, habe mich überall beworben, aber das Ding ist, die Farbe ist nicht weniger geworden. Im Gegenteil, da wurde immer mehr. Und dann kam der Schritt zur Tattoo-Maschine. Einen Eindruck werde ich euch jetzt hier verschaffen. Sonic Beats. Dann kommt noch dazu, vor knapp 2 Jahren habe ich nebenbei angefangen, mich ein bisschen vor die Kamera zu stellen, ab und an mal ein bisschen ablichten zu lassen. Das hat auch echt ein großes Format angenommen. So, Thema Modeln. Aufpassen.